sehr geiler Trail. Leider geil. Nam, 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 nam. Wunderschönen guten Morgen. Heute der letzte Tag. Schauen wir mal zu Cannondale und fragen mal, ob die hier mal ein Rad für mich haben. Unsere Zuschauer fragen uns ja immer, wie man den Dämpfer und die Gabel einstellt. Dann können wir das ja mal. Ja, können wir gleich einmal kurz mal Objekt direkt machen. Genau, richtig. Dann schauen wir mal kurz nach Gabel und Dämpfer. Ja. Stellt sich mal kurz ins Rad und fährt das mal ein. Stehen bleiben. Ohne Bewegung vom Rad runtersteigen. Vorne würde ich auf jeden Fall mit 25-30% Sack fahren. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht gegeben. Da machen wir noch ein bisschen Luft raus. Ja. Hinten bis ungefähr an der 30% Marke. Ein Ticken Luft würde ich noch reinmachen, aber dann schaut es schon ganz gut aus. Gut, gut. Heute mal letzter Tag. Keine Sonne, leicht bewölkt. Aber ich glaube, die Stimmung super. Nach den Gesichtern ist super. Oder schauen wir uns mal die Teilnehmer genau an. Ein Grinsen im Gesicht. Ja, ja, ja. Noch vom Wein der das Grinsen im Gesicht. Ja, oder der Grappa. Oder der Grappa, gell? Den könnten wir jetzt zum Aufwärmen gebrauchen. Schon, oder? Ja, bin ich auch. Petra, wo ist denn die Grappa-Station? Kein Alkohol am Steuer. Ach so, ja, aber Grappa ist ja Medizin. Hand hoch, wer Grappa will. Ah, okay. So, der Tobi ist vor mir. Tobi ist ein schneller Mann. Man merkt es am Fahrstil. Naja. Thank you.
Puh, jetzt hat er den Tobi geholt. Ist er wieder auf Video. Jetzt habe ich dich eingeholt, ich die Kamera vergessen habe einzuschalten. Abschlussessen ist Suppe. Entweder Gulasch oder Kürbis. Kürbis. Ah, okay. Und dann von da aus Trail runter. Passend zu Halloween. Ja. Ein gutes. Danke. Mahlzeit. Mahlzeit. Nam, 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 nam. So gut gestärkt sind wir dann selber noch auf eine kleine Runde losgezogen. Und da war auch ein bisschen Uphill. Trail. Flo war da für mich nicht dabei. So, Camp ist beendet, aber wir fahren noch schnell die Rosszähne, weil die haben wir nicht mehr geschafft. Ein oder zwei Gruppen haben die gemacht, aber das geht halt immer nicht. Aussicht hier ist gut und das ist diese coole Burg, die man am Abend immer beleuchtet sieht. Wenn man sich klug aufstellt, sieht man auch den ganzen See.